Ja, guten Tag. Dieses Video richtet sich an Kandidaten, die in unserem Recruiting-Prozess schon relativ weit sind und bei dem im Prozess quasi jetzt schon die Vertragsgespräche stattfinden sollen. Und weil es immer sehr viel in einem Gespräch ist, wollte ich jetzt einfach ein Video machen, bei dem die Kandidaten sich dann vorbereiten können und dann schon passend Fragen vorbereiten können. Und auch gerne dann wieder zum Nachschlagen für spätere Situationen. Also ich habe hier unseren klassischen Anstellungsvertrag, der differenziert leicht zwischen Mitarbeitern, die in der Karlsruher Gegend ansässig sind und denen, die im Rest Deutschlands, also jetzt zum Beispiel unsere Kollegen in Sachsen, ansässig sind, weil wir nur in Karlsruhe ein Hauptbüro haben. Aber an und für sich ist eigentlich der Vertrag relativ ähnlich. Oder sehr, sehr ähnlich sogar. Ne? Ich würde als erstes mit dem Thema Gehalt einsteigen. Das kommt dann auch hier relativ schnell im Vertrag, dass Sie verstehen, wie wir Gehälter berechnen. Beziehungsweise das zweite Gespräch ist ja immer ein Gespräch über Fachlichkeit. Und in diesem Gespräch oder in diesem Test auch evaluieren wir, was wir vermutlich mit dem Kandidaten oder der Kandidatin am Markt fakturieren können, also mit unseren Kunden. Und anhand dessen berechnen wir, was wir als Gehalt anbieten können. Und das Konzept ist eigentlich relativ einfach. Wir gehen mal von dem monatlichen Gehalt von 3.000 Euro aus. Ich habe das in 400 Euro Steigerungen quasi eingeteilt. Dann kann sich jeder da so ein bisschen orientieren, dass er weiß, was die Erwartungshaltung ist bei entsprechenden Gehältern. 3.000 Euro monatliches Arbeitnehmerbrutto entsprechen 36.000 Euro, also mal 12 quasi. Und für uns als Arbeitgeber kommen dann immer, also Sozialversicherungsbeiträge und dergleichen on top oder auch betriebliche Altersvorsorge, also quasi das ganze Arbeitgeberbrutto. Das sind ungefähr 25% aufgerundet, kann man sagen. Wer zum Beispiel privat krankenversichert ist, bei dem ist es weniger, aber 25 ist eigentlich eine ganz gute Daumenregel, kann man sagen. Das heißt, rein Lohnkosten entstehen für uns oder Personalaufwände, so muss ich sagen. Ist ja betriebswirtschaftlich, sind das zwei verschiedene Paar Stiefel. Personalaufwände entstehen für uns in dem Fall an 45.000 Euro, beziehungsweise hier sehen Sie dann auch, wie sich das weiterentwickelt. Dann ist unsere Kostenstruktur aktuell so, dass 25% on top kommen, die man dem Arbeitnehmer, also die der Arbeitnehmer einfach noch mitverdienen muss, weil es müssen beispielsweise Hardware angeschafft werden, es gibt Büroausstattung, die anteiligen Bürokosten auch. Sind auch Mischkalkulationen, weil manche Mitarbeiter, die arbeiten im Homeoffice, manche wollen sich einen Coworking Space einen Platz mieten, andere haben sogar ein ganz dediziertes Büro. Dann die Karlsruher Mitarbeiter, die haben den Hauptstandort, wo sie ins Büro können. Das machen wir einfach per Mischkalkulation. Also wir treiben das jetzt nicht auf die Spitze und rechnen jedem Arbeitnehmer da alle Kosten direkt zu. Also da, wo es geht und wo es handhabbar ist, da machen wir das. Aber die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, auch Versicherungen, ne, was man anteilig trägt, das sind ungefähr auch nochmal 25%, kann man sagen. Und was wir dann als Ziel definiert haben, ist immer das Doppelte. Also ein Mitarbeiter muss das Doppelte von diesem Betrag bringen. Ne? Das heißt, jemand, der 3.000 Euro monatlich verdient, der muss im Jahr an Umsatz ca. 112.000 Euro, 500, also 112.000, ne, so Pi mal Daumen, bringen. Das entspricht einem Tagessatz bei 180 Arbeitstagen im Jahr von 625 Euro. Mitbewerber rechnen eigentlich nur mit 160 Arbeitstagen. Wir rechnen mit 180. Also je nachdem, wie Feiertag und Samstag in einem Jahr fallen, kann man sagen, zwischen 248 und 252 Arbeitstage gibt. Dann geht davon Urlaub weg, dann geht davon Krankheitstage weg, dann geht davon Reisezeit weg, dann geht davon Fort- und Weiterbildungszeit weg. Also 180 Tage ist schon sehr sportlich,
Aber wir haben auch kaum Leerlauf, ne? Also 180 Arbeitstage fakturieren ist bei uns möglich. Ohne Überstunden wohlgemerkt, ne? Also bei anderen Mitbewerbern wird einfach davon ausgegangen, dass auch noch Überstunden mit reinkommen. Aber so 180 Tage ist realistisch. In manchen Jahren natürlich kann man sich auch vorstellen, wenn man mal mehr krank ist oder wenn einfach doch mehr Fort- und Weiterbildung durchgeführt werden muss, ist meistens eben, wenn sie bei uns neu anfangen, dann sind wir ganz schnell 20 Tage wieder weg, ne? Das heißt aber, die Leistung, die der Kandidat erbringt, muss am Markt sich zu 78 Euro je Stunde verkaufen lassen. Und in der Dienstleistungsbranche, beziehungsweise als Vertrieb, muss man einfach wissen, was man nicht verkaufen kann, hat keinen Wert. Und das ist eine elementare Erkenntnis im Dienstleistungssektor, ne? Sie können das beste Produkt haben, Sie können der beste ITler sein. Wenn Sie nicht in der Lage sind, beziehungsweise wenn wir auch als Firma nicht in der Lage sind, das zu kommunizieren und zu belegen, dann hat es alles keinen Wert. Ne? Also das sind einfach mal die nüchternen Fakten. Da sind sie aber bei uns bestens betreut. Also wir machen interne Vertriebsseminare, wir machen Vertriebsschulungen. Wir haben jetzt auch Ende Januar 2022 wird es wieder ein internes Vertriebs- und Marketingseminar geben. Sie werden rhetorisch geschult. Wir haben sogar schon ein Seminar zu Nutze deine Stimme gemacht. Wir hatten den Coach von Angela Merkel für Rhetoriktrainings. Also bei uns lernen sie das auch, sich selbst zu vermarkten und sich selbst rüberzubringen. Natürlich ist es auch so, dass der eine oder andere das macht, aber nicht so, sagen wir mal, das in der, könnte man es nennen, in der Ausprägung, wie es jemand macht, der da vielleicht auch richtiges Interesse für hat, im Sinne von, der findet es total alles spannend und der möchte eher mehr Vertriebsseminare und möchte sich da richtig reinfuchsen. Im Verhältnis zu jemand, der sagt, okay, ich verstehe den Sinn dahinter und ich beschäftige mich damit, aber meine Leidenschaft ist es nicht. Ne? Das gehört einfach mit dazu zum Job, wenn man Dienstleister ist, wenn man als Consultant bei Unternehmen tätig ist, als Berater, dann gehört das mit dazu. Da muss ich mich auch verkaufen können, da muss ich auch, wenn ich mal ein Angebot schreibe, auch klären können, was steckt da hinten dran, was kann ich dem anbieten, also bin ich da zu niedrig. Und da helfen gerne die, die das gerne machen, auch denen, die da jetzt, sagen wir mal, eher machen, aber jetzt da keine Leidenschaft für entwickelt haben. Ne? Also da brauchen sie keine Sorge haben, dass sie da keine Unterstützung bekommen. Meistens ist es auch so, oder eigentlich so gut wie immer, dass Angebote und Rechnungen werden bei uns nach dem Vier-Augen-Prinzip gestellt. Und da werden sie also gut geführt. Und da werden sie auch wirklich immer wieder Zusammenhänge aufgezeigt bekommen. Unsere ganzen Unternehmenszahlen sind komplett öffentlich und die gehen wir regelmäßig durch, dass sie die Zusammenhänge verstehen. Also wie kommen wir zum Beispiel auch auf diese 25% hier? Wie kommen wir auf diese 180 Arbeitstage? Und das passen wir auch regelmäßig an, wenn sich da was verändern sollte. Ne? Also hier kann man sich so ein bisschen orientieren. Was bedeutet das, wenn man mit uns in das Vertragsgespräch geht? Was bedeutet mein Gehalt im Endeffekt als Anspruch auch an meine Leistung und kann ich mir vorstellen, diese Leistung zu dem Satz am Markt zu fakturieren? Gut, so, dann gehen wir wieder in den Arbeitsvertrag zurück. Also Tätigkeit ist klar. Wir machen häufig einen kleinen Text rein oder quasi so einen flexiblen Einstiegszeitpunkt, einfach, dass Sie möglichst früh den Arbeitsvertrag von uns bekommen können, wenn Sie vielleicht noch gar nicht wissen, wann Sie bei Ihrem Unternehmen rauskommen. Also wenn Sie sagen, ich muss erst mal klären, vielleicht kann ich früher aus dem Unternehmen raus, deswegen schreiben wir eher so ab 1.1. oder später, beziehungsweise in Ihrem konkreten Fall, wenn Sie sagen, ja, vielleicht April könnte klappen, kann aber auch sein, dass es erst Juni wird, dann schreiben wir halt ab 1. April oder später. Das ist ganz hilfreich, habe ich festgestellt. Dann werden natürlich die Aufgaben umschrieben. So, und hier kommen wir jetzt zu dem Punkt, ne, was ist der Standort oder der Arbeitsplatz? Hier unterscheidet sich jetzt zwischen Kollegen, die eben nicht in der Karlsruher Gegend wohnen und denen, die weiter weg wohnen.
Genau, also das sind typische Passagen, wie Sie es wahrscheinlich in jedem Vertrag finden, wenn Sie hier Fragen haben, einfach stellen. Aber es ist wie gesagt auch so, ich habe da auch noch was vorbereitet zum Thema Mobile Office, Home Office, wobei wir titulieren es immer als Mobile Office, Hintergründe kommen noch. Fakt ist ja erstmal, dass man einen Standort definieren muss, ne, wo gearbeitet wird, weil anhand dessen bemisst sich auch alles weitere, wie zum Beispiel auch Reisekosten. Dann Beendigung des Vertrags oder Kündigung. Wir machen da im Prinzip nur BGB. Also wir scheuen hier diese Geschichten mit, dass man den Mitarbeiter auf 3 oder 4 oder 5 Monate sogar bindet mit Kündigungsfristen und so weiter. Also das sehen wir nicht als zielführend für keine Partei an, um ehrlich zu sein. Deswegen haben sie da relativ niedrige Kündigungsfristen. Ich investiere ehrlich gesagt lieber Zeit und Geld darin, sie zu halten, als also quasi, dass es gar nicht zu einer Kündigung kommt, als Zeit und Geld da rein sie zu zwingen, bei uns zu arbeiten. Das ist einfach wieder unserer Meinung, unserer Identität, unserer Kultur. Ja, dann Probezeit ist auch völlig üblich, ne? Die 6 Monate Probezeit. Das ist alles sonst Standard. So, Vergütung, das haben wir ja jetzt gerade gehabt mit den Gehältern, ne? Dann wird hier die monatliche Vergütung eingetragen. Unser Ziel ist es nicht, mit variablen Gehältern zu arbeiten. Und schon gar nicht, wie es durchaus in der Dienstleistungsbranche üblich ist. Ich hatte ja auch schon solche Vertragsangebote in meiner früheren Karriere, dass da teilweise variable Anteile von 25% sind. Und wenn man dann mal in einem Jahr krank wird und die 25% wegfallen, dann hat man schon Probleme, noch seine Rechnungen zu zahlen. Kann man sich ja vorstellen, wenn man länger krank wird, dann ist es ja nicht so, dass die Fixausgaben sinken. Im Gegenteil, man hat ja noch das Problem, dass zusätzliche Ausgaben hinzukommen durch die Krankheit unter Umständen, was zum Beispiel nicht von der Krankenversicherung bezahlt wird oder wo man irgendwie ja einfach jetzt halt mehr ausgeben muss. Und wenn dann 25% vom Gehalt wegfallen, also im Prinzip soll eine Gratifikation oder ein Bonus eher als, wie nennt man es denn, als Karotte denn als Peitsche dienen, ne? Und wir möchten es eigentlich gar nicht. Es gibt einen Grund, wann wir es einsetzen, und zwar, wenn wir in Gehaltsgesprächen uns gar nicht einig werden können und dann sagen, wir machen in einem Jahr das mal so, wenn du denkst, du kriegst das leistungstechnisch hin und du kannst diese Ziele erreichen, dann machen wir ein Zielsystem und wenn du das in dem Jahr erreichst, dann wird es auch ins Fixgehalt fürs Folgejahr übernommen. Und dann ist quasi wieder rein Fixgehalt, ne? So arbeiten wir. Also wir versuchen das zu verhindern, weil auch hier wieder, wir wollen eigentlich, dass sie Leistung bringen, weil sie sich mit der Firma identifizieren und weil sie sagen, Mensch, mir geht es hier gut und ich bin hier sehr zufrieden und ich möchte auch der Firma wieder was zurückgeben, ne? Und dass man da jetzt Anreize schaffen musste, sehe ich nicht, sondern das Fixgehalt muss entsprechend hoch sein und zufriedenstellen und ab da sind sie auch bereit, ihre Leistung einfach zu erbringen, ne? Dann dieser dritte Punkt, der stößt ab und zu auf, den habe ich vom Anwalt, der hat dann einfach gesagt, wir sollen den reinmachen, um Rechtsansprüchen vorzubeugen für Mitarbeiter, die einfach ganz lang, sagen wir mal, Überstunden sich aufschreiben und dann nach Jahren um die Ecke kommen, sie möchten Überstunden ausbezahlt haben. Überstunden wollen wir generell nicht, dass welche durchgeführt werden, ne? Das heißt, Überstunden sind eigentlich auch, oh, das ist jetzt falsch. So, nochmal zurück. Sorry, jetzt ist ganz kurz hier bei mir am PC was schiefgelaufen. So, jetzt. Es ist nicht gewollt, dass Sie Überstunden machen, ne? Wenn Sie mal für eine Samstagsarbeit, gerade jetzt die Administratoren, die vielleicht eine Migration durchführen wollen oder weil Sie mit einem Kunden tätig sind, der, was weiß ich, in Brasilien noch ein Gespräch stattfindet, wo dann eben Zeitversetzung ist und es da mal zu Überstunden kommt, dann klärt man das im Vorhinein und dann wird es eigentlich auch wieder ausgeglichen, ne? Und der zweite Punkt ist, also wir fangen nicht an, wenn Sie mal an einem Tag eine Viertelstunde länger machen, das alles zu summieren und am Ende wird das sofort ausgezahlt. Wir haben da im Prinzip das Credo,
Kommt er da mal ein bisschen später oder macht mal am Freitag ein bisschen früher Schluss und so weiter, also dass sich das ausgleicht. Aber wir rechnen jetzt sicherlich nicht jede 10, 15 Minuten ab. Das wäre ja auch verwaltungstechnisch totaler Irrsinn, wenn Sie mal ausrechnen, was 15 Stunden im Monat sind. Da reden wir, glaube ich, von 10 Minuten pro Tag, ne? Genau. Und also, wie gesagt, Überstunden sind nicht gewollt, weil uns ist auch bewusst, dass man schnell dann in so eine Spirale reinfällt und sich überlastet. Und das ist nicht das Ziel. Und schon gar nicht wollen wir quasi solche Zielsysteme etablieren, bei der so eine Überlastung im System schon verankert ist. Also, dass quasi der Mitarbeiter schon darauf ausgerichtet wird, sich zu überlasten. Also das ist für uns ein ganz klarer Punkt, den wir auch sehr häufig bei Kunden oder befreundeten IT-Dienstleistern gesehen haben, von denen wir die Interna kennen, wo wir sagen, also nee, das möchten wir so bei uns nicht. Ne? Das Ziel ist 40-Stunden-Woche, Fixgehalt, that's it. So möchten wir es machen. Ne? Gut, zur Zeiterfassung, beziehungsweise die Frage ist immer auch wieder, wie die Zeiten gemacht werden. Übrigens, auch beim Urlaub kommen wir gleich dazu. Ne? Also wir haben flexible Arbeitszeit. Je länger man dabei ist, desto flexibler kann man eigentlich sagen, weil wir führen da immer so langsam ran. Manche sind es nicht gewohnt und können damit dann nicht umgehen. Aber dass jetzt zum Beispiel mal man morgens irgendeinen Termin wahrnehmen muss oder möchte, dann braucht man da keinen Urlaub nehmen, ne? Oder wenn beispielsweise der Handwerker kommt, dann muss man dafür keinen Urlaub nehmen, sondern macht man eben Mobile Office-Homeoffice. Ne? Also sie sparen schon wahnsinnig viel an Zeit. Sie brauchen hier nicht groß mit Überstunden hantieren, dass sie das wieder haben für solche Fälle, sondern sie brauchen bei uns dafür schon gar keinen Urlaub nehmen. Das ist sicherlich auch eine klare Unterscheidung zu anderen Arbeitgebern, wo sie einfach mit diesen Überstunden konnten arbeiten, um solche Sachen zu adressieren. Das brauchen sie bei uns gar nicht adressieren. Ne? Gut. Genau, und Arbeitszeit, wir erfassen die Arbeitszeit mit Clocodo, wir machen eine Vollzeiterfassung, Hintergründe dazu. Zum einen, es gibt ein EuGH-Urteil, das ist noch nicht in deutsches Recht gegossen, aber das wird kommen, was einen zu einer Vollzeiterfassung zwingt. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir als Dienstleister müssen sowieso die Arbeitszeiten bei den Kunden erfassen und das dokumentieren, weil wir müssen das ja abrechnen und wir müssen auch diese Dokumentation beilegen dann, ne, was in dem Monat wann durch wen gemacht wurde und wie lang dieser Einsatz ging. Also wir kommen ohnehin nicht drum rum, Zeit zu erfassen. Und dann wäre nur noch die Frage gewesen, machen wir eine Vollzeiterfassung, sprich auch die Zeiten, die wir intern investieren. Das sind nicht so viele. Dann haben wir gesagt, dann machen wir einfach eine Vollzeiterfassung, dass es einfach durchgängig ist und es hilft uns intern auszuwerten, in was fließt denn bei uns intern Arbeitszeit. Zum Beispiel werten wir aus, was wir an Fort- und Weiterbildung investieren. Und da sagen wir immer so, also 10% mindestens sollte da reinfließen. Und darüber, wenn wir eine Vollzeiterfassung machen, können wir das eben auch auswerten. Gut, der Rest sind eigentlich Standardklauseln wieder, die es so in jedem Arbeitsvertrag haben. Aufwendungen ist auch eigentlich klar, ne, dass die Reisekosten und so weiter alle erstattet werden, alles im Rahmen der ganzen gesetzlichen Vorgaben. Das ist auch völlig üblich. Wenn Sie vor Ort Tätigkeiten beim Kunden haben, wenn es bei Ihnen dann vorkommt, das besprechen wir dann immer nochmal. Aber im Prinzip kann man auch sagen, hoppla, im Prinzip kann man auch sagen, dass das nur noch selten vorkommt. Also jetzt haben wir 2 Jahre Corona hinter uns. Da war so gut wie niemand beim Kunden und um ehrlich zu sein, wenn man dann mal zum Kunden geht, ist man eigentlich vielleicht auch sogar mal froh, einfach mal wieder zu Hause rauszukommen oder ich sag mal einfach mit jemandem in Kontakt zu kommen. Ja, also von daher auch Standard. Arbeitszeit, wie gesagt, das sind 40 Stunden, das ist jetzt hier gar nicht eingetragen, das war ein anderer Arbeitsvertrag mit reduzierter Stundenzeit. Da können Sie davon ausgehen, dass es in der Regel 40 Stunden sind. Dann, ja, Werktage, denken Sie dran, ein Samstag ist auch ein Werktag. Und es wird regelmäßig auch mal vorkommen, dass Sie an einem Samstag tätig werden müssen, weil jetzt gerade in der Administration beispielsweise Systemumstellungen halt nicht an einem Montag in der Hauptarbeitszeit stattfinden können.
Wir versuchen es eher dann auf die Abende unter der Woche zu verschieben, weil das einfach für die Arbeitnehmer angenehmer ist. Aber manchmal geht es nicht. Zum Beispiel einen Stromausfalltest können wir nur Wochenends machen. Und das wird dann aber ausgeglichen. Also wir sprechen dann darüber, dass dann auch zeitnah dieser Tag, der da durchgeführt wird, ausgeglichen wird. Hier haben wir jetzt noch den vierten Punkt. Tatsächlich handhaben wir das relativ selten so. Wir haben das als Passus drin und wir sprechen dann immer, wenn sowas vorkommt, individuell nochmal drüber. Beispiel, diejenigen, die im Mobile Office arbeiten, und mit Mobile Office meine ich jetzt primär eigentlich das Homeoffice, die also nie Fahrzeit haben, im Gegensatz zu anderen, die jetzt immer ins Büro fahren. Mit denen vereinbaren wir beispielsweise, dass wenn sie ins Büro kommen, dass das nicht als Reisezeit abgerechnet wird. Also beispielhaft die Kollegen aus Sachsen, die ganz selten im Jahr in Karlsruhe sind und dann nach Karlsruhe fahren, das ist eigentlich dann private Zeit, weil wir sagen, Mensch, das ganze Jahr sei da im Homeoffice und jetzt ein- oder zweimal im Jahr nach Karlsruhe zu kommen, in unseren Hauptstandort, das ist für uns keine Arbeitszeit, sofern ihr nicht Auto fahrt. Ne? Also bei Autofahren ist es was anderes, das ist dann auch rechtlich eh klar geregelt. Oder zum Beispiel, dass die Zeit für die Teamausflüge, die Reise, dass die jetzt nicht noch abgerechnet wird, ne? Dass da keine Überstunden in dem Sinne anfallen. Ne? Also es war so, dass wir zum Beispiel donnerstags nach Teneriffa reisen und dass man da vielleicht morgen schon um 6 los muss. Und dann wird es natürlich auch an dem Arbeitstag gemacht. Aber wenn da mehr als 8 Stunden anfallen, dann rechnen wir das nicht als Reisezeit ab. Ne? Also das ist so ein bisschen Geben und Nehmen. Da können Sie auch gerne nochmal nachhaken, wenn wir dann in Vertragsgespräche gehen. Urlaub. Zu Urlaub einen Ausblick. Wir haben so gestaffelten Urlaub nach Betriebszugehörigkeit. Und dem Ganzen liegt Folgendes zugrunde. Das hier ist ein Buch zum Thema, also das Buch heißt Selbstorganisation braucht Führung. Und das ist das Kapitel zur systemischen Organisation oder wieso solche Systeme auch funktionieren, soziale Systeme funktionieren. Und da gibt es zum Beispiel ein Prinzip der zeitlichen Reihenfolge, wer länger da ist, hat Vorrang, er muss mit Privilegien und Anerkennung gewürdigt werden. Und das wird eigentlich, das Wichtige ist, dass es jetzt nicht von mir als Chef kommt, sondern dass das Team vereinbart. Ne? Und da sind wir der Meinung, dass beim Urlaub diejenigen, die länger dabei sind, einfach da einen Anspruch haben, auch mehr Urlaub zu bekommen. Habe ich mir ein bisschen von einem IT-Dienstleister abgeschaut, die sind aber erstmal in rechtliche Schwierigkeit reingelaufen, weil die wollten also den Mitarbeitern über 50 zwei extra Urlaubstage geben. Dann gab es natürlich eine Klage und der Betriebsrat hat da sich mit auseinandergesetzt. Und Fakt war, sie durften es dann nicht am Alter festmachen, sondern an der Betriebszugehörigkeit. Also man sieht auch rechtlich gibt es da eine Grundlage, weil es einfach auch Sinn macht. Und zwar, das können Sie hier nachgucken, wann sind wir, wo haben wir das? Strukturen schaffen. Also gerne biete ich immer anfangs auch an, dieses Buch zu lesen, das stellen wir dann zur Verfügung, damit Sie verstehen, wie wir führen, wie wir unsere Struktur gestalten, wie unser System funktioniert, was die Hintergründe sind. Das hat alles seinen Sinn und wir diskutieren auch regelmäßig darüber. Und hier haben Sie zum Beispiel Grundordnung in sozialen Systemen. Ne? Wie funktionieren selbstorganisierte Systeme? Und hier Grundordnung in solchen Systemen, hier gibt es halt mehrere Prinzipien, Zugehörigkeit hat Vorrang, höherer Einsatz hat Vorrang, ne? Das ist auch völlig klar. Ne? Wer mehr leistet, verdient mehr. Das ist völlig logisch. Ne? Also hier haben wir relativ und stark dran orientiert und daher kommt auch in dem Gesetzestext, Entschuldigung, hier, in dem Vertragstext auch die Urlaubstage. Ne? Wichtig ist hier die Unterscheidung zwischen, was ist gesetzlicher Mindesturlaub, das sind 20 Tage, und was gewähren wir on top? Also 20 Tage sind es bei einer 5-Tage-Woche. Würden Sie zum Beispiel viertägig arbeiten oder dreitägig, dann ist es natürlich wieder nur anteilig. Und zusätzlich kommen diese Tage on top. Ne? Also in den ersten 5 Jahren hätten Sie quasi 27 Urlaubstage. In den Jahren 5 bis 10 haben sie 28 und ab dem 10. Jahr haben sie dann 30 Urlaubstage.
Aber wie gesagt, ich glaube, dass sie bei uns ohnehin mit dem Urlaub sehr gut fahren, weil bei uns eigentlich nie Urlaub für irgendwas groß wegfällt, sondern der Urlaub ist wirklich so gut wie immer Erholungsurlaub. Ne? Und wir haben einen Passus drin, der ist hier irgendwo, dass wir den vertraglichen Urlaub, den wir on top gewähren, reduzieren können. Das machen wir beispielsweise, wenn jemand unterjährig einsteigt. Also wer im Juli einsteigt, der kriegt nicht die vollen 7 Tage. Also der hat dann nicht 27 Tage, sondern der hat dann, Juli ist jetzt ein schlechtes Beispiel, ich müsste Juno als Beispiel bringen, Juno. Wenn Sie bis Juni einsteigen, haben Sie die vollen 20 Tage gesetzlichen Urlaub, sofern Sie nicht davon schon beim vorherigen Arbeitgeber welchen aufgebraucht haben. Plus, und dann jetzt eben gezwölftelt, den vertraglichen Urlaub. Auch das kann ich Ihnen dann nochmal im Detail im Vertragsgespräch erklären. Das ist auch häufig nicht rechtens, was Arbeitgeber da machen. Wenn die Ihnen, sagen wir mal, Sie haben einen Jahresurlaub von 30 Tagen, Sie zwölfteln das und für jeden Monat, den Sie dabei sind, kriegen Sie dann ein Zwölftel. Das ist nicht korrekt. Also wenn Sie vor dem 1. Juli eintreten, haben Sie eigentlich schon mal die 20 Tage gesetzlichen Urlaub komplett. Das wird nicht gezwölftelt. Und da halten wir uns auch dran, im Gegensatz zu anderen. Und ein zweiter Fall, bei dem wir unter Umständen den vertraglichen Urlaub reduzieren, ist, wenn jemand sehr lang krank ist. Also wenn Sie das ganze Jahr durch eine längere Krankheit ausfallen, dann kriegen Sie nicht die 27 Urlaubstage, sondern kriegen Sie nur die 20. Ne? Aber das machen wir nie einseitig, wir sprechen da immer mit dem Arbeitnehmer. Aber also im Prinzip hätten sie schon, wenn sie das eine Jahr ausgefallen sind, hätten sie 54 Urlaubstage in einem Schlag. Ne? Und wir sind da der Meinung, da reichen auch 47. Ne? Entschuldigung, nicht 47, also 54 minus 7, 47 Urlaubstage. 47 Urlaubstage. Ne? Genau. Ansonsten immer alles gemäß Gesetzesvorgaben, klar. Also wir weichen da nicht von ab. Man kann ja immer mal wieder vom Gesetz abweichen, wenn zum Beispiel auch bei der Kündigungsfrist kann man vom Gesetz abweichen. Das muss dann aber für beide Vertragsparteien gelten. Und wir haben eigentlich gesagt, das, was im BGB oder in den Standardgesetzesklauseln steht, das ist völlig ausreichend. Ne? Der Rest macht man einfach dann auch menschlich miteinander aus. Nebenbeschäftigung, ja, da geht es um Informationspflicht. In den seltensten Fällen kann man übrigens Nebenbeschäftigung verbieten. Sprechen Sie uns einfach da offen und ehrlich an. Das ist in der Regel kein Problem. Da können wir Sie auch dann nochmal bezüglich bestimmter Vorgaben vom Gesetz informieren. Zum Beispiel die 11 Stunden Pausenzeit müssen Sie halt trotzdem einhalten. Und ja. So, dann Arbeitsverhinderung Krankheit läuft bei uns eigentlich relativ einfach, um ehrlich zu sein. Wir haben da vollstes Vertrauen. Es wird, ich wüsste nicht, dass das je ausgenutzt wurde. Läuft eigentlich ganz normal. Kurz morgens eine Nachricht schicken, man fällt aus. That's it. Ne? Was wir immer wichtig finden, weil es einfach kollegial ist, auch kurz die Kollegen drüber informieren. Das ist nicht nur mich als Vorgesetzten, sondern kurz Kollegen schreiben: Ey Leute, ich bin heute nicht da. Ich habe übrigens zwei wichtige Termine. Wer könnte die übernehmen? Oder Kollege X, kannst du das bitte dann übernehmen? Ja. So, und alles andere, jetzt Rechte an Arbeitsergebnissen, das sind relativ lange Passagen, Verschwiegenheitspflicht und Wahrung von Betriebsgeheimnissen, Herausgabepflicht, diese drei großen Brocken, die stehen deshalb drin, weil unsere Kunden das häufig fordern in ihren Verträgen. Also es ist so, dass ich als Geschäftsführer im Namen der Firma einen Vertrag mit unseren Kunden unterschreibe, zum Beispiel, ich nenne es lieber keine Namen, also die Großen, ne, die Großen geben uns Verträge, ne, Dienstleisterverträge. Und da, also wir haben da schon an Prototypen mitgearbeitet, zum Beispiel von E-Ladesäulen, ne, hochsensibel, also da geht es auch um Betriebsspionage und so weiter und so fort. So, und